unter 850 Euro Rente für 6,8 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Bundesarbeitsministerium sagt, das lässt nicht auf Bedürftigkeit schließen. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Da schlägt es ja einem das Fass oder dem Boden aus dem Fass aus. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziale sagt, dass von 6,8 Millionen Rentnerinnen und Rentner von rund 18 Millionen Empfänger einer gesetzlichen Altersrente haben Ende 2021 weniger als 850 Euro überwiesen bekommen, also netto. Das ist mehr als ein Drittel aller Rentnerinnen und Rentner jenseits der 60. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der AfD hervor. Demnach hatten vor allem rund 5,1 Millionen Frauen oberhalb von 65 Anspruch auf gesetzliche Alterseinkünfte, die unterhalb des bundesdurchschnittlichen Bedarfs von Grundsicherung im Alter liegen. Aber das Bundesarbeitsministerium oder die Bundesregierung weist darauf hin, dass allein aus der Höhe der Altersrente von der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich nicht auf Bedürftigkeit geschlossen werden kann. Also meine Damen und Herren, 6,8 Millionen Menschen in unserem schönen Land bekommen eine Altersrente unter Sozialhilfeniveau, was ja schon eine Schande für sich ist. Aber dann noch zu behaupten, dass man daraus keinen Rückschluss ziehen kann, ob die Menschen bedürftig sind oder nicht, das halte ich schon für ein starkes Stück. Sicher ist es so, dass der eine oder andere hier auch eine Rente bekommt und gleichzeitig noch eine Beamtenpension bekommt, dass er auch oder sie mit einem anderen Rentner oder anderen Menschen verheiratet ist, dass sie vielleicht sie oder er auch noch arbeiten geht. Aber das sind doch nicht die Massen, meine Damen und Herren. Der Großteil dieser hier genannten Personen, der 6,8 Millionen, die sind wirklich bedürftig. Die müssen zum Sozialamt gehen, die müssen zur Wohngeldstelle gehen. Also ich halte diese Aussage, wenn sie wirklich so getroffen sein sollte, für absolut eine Frechheit und ein Schlag in das Gesicht von diesen 6,8 Millionen Menschen, die eine lächerliche Rente von 850 Euro im Monat bekommen. Meine Damen und Herren, Sie wissen es ja wahrscheinlich schon, das Thema Rente liegt mir wirklich sehr am Herzen und ich stehe grundsätzlich für eine wirklich gute Rente ein in Deutschland und ich kann bis heute noch nicht verstehen und es will mir auch nicht in den Kopf hineingehen, warum wir in diesem reichen Land nicht in der Lage sind, für eine altersfeste Rente zu sorgen, so wie zum Beispiel es in Frankreich der Fall ist. Da gibt es eine Grundrente oder eine Grundabsicherung von 1200 Euro Rente im Monat. Hingegen wir hier in Deutschland uns jahrelang rumstreiten um die Grundrente. Und wenn man sich das Ergebnis dieser Grundrente dann mal anschaut, dass nur 1,1 Millionen Menschen die Grundrente bekommen und andere sie nicht bekommen, weil sie zum Beispiel die Grundrentenzeiten von 396 Kalendermonaten nicht erreichen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Bundesregierung, bitte das ändern, dass die Menschen, wenn sie 30 oder 35 oder 40 Jahre gearbeitet haben, dass sie dann wenigstens eine auskömmliche Rente bekommen und dass sie sich ihre teuren Gurken und auch den teuren Paprika im Supermarkt noch leisten können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.